Wir sind beim Synchronspringen, die Paradedisziplin des Turmspringens. Zwei Springer, die versuchen müssen, möglichst synchron, möglichst gleich diesen Sprung zu vollführen. Und hier ist unsere Starterliste. Mit Platz Nummer 1, Mundstuhl. Auf dem Startplatz Nummer 2, Dani Ecker und Lars Börgeling, die Stabhochspringer. Auf 3, Lukas Hilbert und Katrin Feist von den Popstars. Auf Platz 4, Anke Kühn und Silke Müller, unsere Goldmedaillengewinnerin im Hockey von Athen. Die springen hier auf der Startnummer 4. Startnummer 5, Ben und Bürger Lars Dietrich, beide aus dem Einzel jetzt hier zusammen. Auf der 6, Sandra Völker und ihr Kollege Steve Tilloke, der sich viel ausrechnet hier heute Abend. Auf der Nummer 7, und das ist super interessant, Miss Februar und Miss Mai werden hier, die aus dem Playboy zusammenspringen. Sie können schon mal zu Hause gehen, in den Keller gehen und die Hefte vergleichen. Auf Platz Nummer 8, Claude Oliver Rudolph und Felix Sturm, unsere harte Männer-Boxabteilung. Und dann auf Startplatz Nummer 9, Stefan Raab und der Mann, auf den wir wirklich, auf dessen Auftritt wir heute Abend ganz gespannt warten, nämlich Eltern. Und wir legen jetzt direkt los, meine Damen und Herren. Lars und Anne von Mundstuhl, die machen wirklich alles gemeinsam. Sie teilen sich ein Hotelzimmer, sie teilen sich die Frauen und sie teilen sich auch die Alimente. Und heute sind sie hier zusammen auf dem Sprungbrett im Synchronspringen. Start Nummer 1, Lars und Anne, hier ist Mundstuhl. Hier kommt eins der erfolgreichsten Comedy-Duette unserer Zeit. Lars und Ande, besser bekannt als Mundstuhl. Sie sind nicht nur gern gesehene Gäste unserer Show, sondern füllen auch die Hallen bei ihren Tourneen. Lars hatte auch schon bei den Vorbereitungen zu unserem Springreitchampionat teilgenommen, aber die letzte Hürde zur Zulassung nicht erreicht. Aber heute ist er dabei. Hier sind Lars und Ande von Mundstuhl. Und hier sind sie, unsere zwei Appleboy-gedopten Frankfurter. Mensch, ihr habt ein ganz tolles Motto. Und das wäre? Wenn's Arschel brummt, ist Heizel gesund. Ja, genau. Na, da sage ich nur, viel Spaß beim Einlauf und hoch aufs Brett, Jungs. Ja, Moment, ich springe ohne Brille. Ja, das muss am Chlor liegen, da geht die Fantasie mit dem durch. Viel Spaß und toi, toi, toi. Also, das Synchronspringen. Vielleicht Erklärung zur Wertung. Jeweils ein Kampfrichter bewertet die einzelne Ausführung und drei die Synchronität. Sie zeigen uns einen anderthalb Salto vorwärts gehockt mit der Schwierigkeit von 2,5. Na, da bin ich ja mal gespannt, was unsere Kampfrichter dazu sagen, wie hier gewertet wird. Denn in der Synchronität zählt natürlich, wie weit sind sie beide vom Brett weg. Hier sieht man schon, Lars schneller gedreht, eher im Wasser. Ande kommt ein bisschen später. Vorne also die beiden roten Noten, die Einzelausführung, dann die Synchronität. Schauen, was haben Sie zu sagen dazu? Erstmal gibt es die Brille und wunderbar, oder? Ja, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Aber sehr spektakulär, hier kannst du es noch mal sehen. Da, nahezu gleich, du warst etwas früher. Na ja, das sollte doch so sein. Ja. Das ist doch. Ja, gut. Ja, ja. Gut. Aber trotzdem, die Sprünge waren trotzdem gut. Super, oder? Super. Anderthalb, sage ich nur. Ja. Ja. Anderthalbfacher Salto. Momentan natürlich auf Platz 1, weil die einzigen bis jetzt waren. Ja! Danke, Münzer! Vielen Dank! Weiter geht's mit den nächsten. Da gibt es ja natürlich auch einen Gewichtsunterschied und den muss man natürlich beim Synchronspringen auch bedenken. Das ist klar, einer muss Gewicht mitnehmen oder der andere früher abspringen, aber das ist natürlich unseren Akteuren selbst überlassen. Jetzt kommen zwei, die solche Höhen gewohnt sind. 3 Meter sind für die gar nichts, weil sie normalerweise doppelt so hoch springen. Dani Ecker und Lars Börgeling. Hier sind zwei, denen die Höhe vertraut ist. Die Stabhochspringer Dani Ecker und Lars Börgeling. Beide waren in Athen. Dort hat Dani den 5. und Lars den 6. Platz erreicht. Dani hat in der Halle sogar schon die Sensationsmarke von 6 Metern übersprungen. Aber heute geht's nicht von unten nach oben, sondern andersrum. Hier sind Dani Ecker und Lars Börgeling. Ja, meine Damen zu Hause, also ich muss mal sagen, so geht das ja nicht. Ich werde euch gleich disqualifizieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht euch nackig oder ich zerreiß die Hemden. Also, sucht euch aus. Ja, Mädels, gefällt euch das? Extra Strip für euch. Oh.
Sag mal, Moment. Komm, ich leg das zusammen für dich, Jung. Das muss ich mir mal ein bisschen genauer angucken. Was ist denn das für ein interessantes Make-up? Das ist auf jeden Fall schmerzhaft aufzutragen. Das ist ein echtes Pfeilchen? Das ist ein echtes Pfeilchen, ja. Wie ist das passiert? Vorgestern beim Training, beim Experimentieren einen Bauchplatscher gemacht. Ach, einen schönen Mann kann nichts entstellen. Also, toll. Was springt ihr? Ein Auerbach-Salto. Ein Auerbach. Na dann, gebt alles. Ja, normalerweise springen sie hoch, heute fliegen sie tief. Lars Börgeling, Dani Ecker haben in Aachen trainiert, haben den 2,5-fachen probiert und dabei hat sich, wie gesagt, Dani Ecker das blaue Auge davongeholt. Jetzt also den ersten Auerbach-Salto, den wir heute sehen werden. Schwierigkeit 2,5. Absolut synchron abgesprungen, die Drehung auch noch synchron und die Landung. Ganz kleiner Unterschied zu sehen. Hohe Noten für die beiden, für Dani Ecker, Lars Börgeling, auch in der individuellen Ausführung. Ja, Respekt, meine Herren. Mann, seid ihr Streber, ey. Ja, super. Ja, wir haben lange geübt. Ja, wunderbar. Also, und allerdings, ihr seid von Bayer 04 Leverkusen, da gibt es die ein oder andere Pille aus dem Werk, deswegen wissen wir noch nicht, ob das bis jetzt zählen kann. Aber gut, wir werden die Urinprobe aus dem Wasser uns dann nehmen. Macht das. Ja, wunderbar. Und ihr seid natürlich momentan Erste und dann sind wir mal sehr auf den zweiten Sprung gespannt. Herrlich. Ja. Wunderbar. Unsere Hochspringer. Großartig. Jenny Ecker und Lars Börgeling und die beiden sind noch ledig und sie sind auch nicht zusammen. Also, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu unserer Popstars-Duo. Lukas Hilbert haben Sie eben schon gesehen und er tritt hier an mit der Popstars-Finalistin. Hier ist Lukas Hilbert und Katrin Feist. Und hier sind zwei, die sich einst gegenüberstanden. Jurymitglied der Pro7-Castingshow Popstars, Lukas Hilbert und Popstar-Kandidatin Katrin Feist, die bis zum Finale kam und dann in der allerletzten Runde ausschied. Aber hier und heute kann sie es allen zeigen. Hier sind Lukas Hilbert und Katrin Feist. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie zu Hause lästern, so von wegen, ach, was Sie da machen, der Körper, das ist doch Pillepalle. Schauen Sie sich das mal an. Das passiert, wenn zarte Mädchenschenkel auf hartes Wasser treffen. Und das tat weh, oder? Das tat sehr weh, ja. Wie lange hast du trainiert und wie lange brauchtest du, bis du vom 3-Meter-Brett dich getraut hast? Durch Popstars hatte ich gerade mal 4 Tage Zeit zum Trainieren. Also nicht so lang. Da wollen wir jetzt mal schauen, ob sich rentiert hat. Rauf mit euch auf die Bretter und auf die nächsten blauen Flecken. Wir sehen also ein gemischtes Doppel und gerade wenn die Körpergröße unterschiedlich ist, ist das im Synchronschwimmen besonders schwierig. Sie 1,72, er 1,59. Kopfsprung, vorwärts gehockt, Schwierigkeit 1,5. Und jetzt achten Sie mal auf die Noten für die technische Ausführung. Da werden wir unterschiedliche Noten sehen. Bei Katrin, sauber ausgeführt. Während wir wieder Probleme sehen bei Lukas. Natürlich auch in der Eintauchphase. Hier die unterschiedlichen Noten. Die 6,5, die 4,5 und die Synchronnoten. Dritter Rang für die beiden. Sehr, sehr gut, wunderbar. An der Stelle muss ich noch darauf hinweisen, das hier, das kann allerdings auch Zellulite sein oder eine aufgeplatzte Krampfader. Das muss nicht unbedingt ein blauer Fleck sein. Ja, natürlich. Ja, aber wunderbar, nicht schlecht. Ja, weiß ich nicht. Hab's ja nicht. Ja. Hier, kannst du es gerade noch mal sehen. Sag was dazu. Oh, synchron abgesprungen, oder? Zumindest das stimmte. Okay. Oh Gott. Ja, aber ansonsten kann man ja sagen, gar nicht so schlecht. Ja. 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 Also, wir warten auf den zweiten Sprung. Wunderbar. Ingolf, mach weiter. Platz 3. Und natürlich werden wir die beiden, wie du schon sagst, beim zweiten Sprung wiedersehen. Und jetzt kommen sie hier, unsere Goldmädels aus Athen. Hier sind Silke Müller und Anke Kühn.
Und hier sind die amtierenden Hockey-Olympiasiegerinnen von Athen, Silke Müller und Anke Kühn. Im alles entscheidenden Finalspiel in Athen haben sie, Achtung, ausgerechnet die Holländerinnen vom Platz gefegt. Spitze Mädels, hier sind Silke Müller und Anke Kühn. So sehen Goldmädels aus. Ein Powerpack. Gebt ihr euch dann mit geringerem als Gold heute Abend zufrieden? Ja, wir gucken mal, was beim ersten Sprung jetzt rausgeht und ja, mal gucken. Ja, über dich sagt dein Trainer, du bist bissig und du gibst nie auf. Ja, da hat er in gewisser Weise recht. Also ich bin, sag ich mal, so ein Stehaufmännchen, würde ich sagen. Und mal gucken, ob sich das heute auszahlt. Na, jetzt fällt das Stehaufmännchen erstmal. Ich sag toi, toi, toi und zeig's den Jungs. Anke Kühn und Silke Müller, die Olympiasiegerinnen im Hockey. Ich kann mich gut an die Party im Deutschen Haus erinnern, darf allerdings keine Details erzählen. Wir sehen, Kopfsprung vorwärts gehockt, Schwierigkeit 1,5. Jawohl, beide haben zum Teil in Frankfurt, zum Teil in Hannover trainiert. Und schon Unterschiede im Absprung, dann die Streckung. Und wir schauen uns noch eine Slow-Mo an hier. Nicht optimal das Brett getroffen. Und jetzt hier auch der Unterschied, die Entfernung zum Brett. Das sieht man auch in den Synchronnoten. Dritter Rang für die beiden. Wunderbar. Oh. Was ist los? Die Brille? Nee, keine Brille. Alles klar. Irgendwas verloren im Wasser? Nein, gar nicht. Alles, ja. Seid ihr relativ zufrieden? Ja, also wenn ich das so sehe, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu flach reingekommen, ne? Hier sehen wir es gerade nochmal. Oh, kurzsichtig, oder? Nee, Kontaktlinsen ist verrutscht. Ah, sehr gefährlich. Ja, wunderbar. Ja, also ich glaube, wir sind gleichzeitig reingekommen, aber ein bisschen unterschiedlich. Mal gucken, ne? Was haben wir denn für eine Punktzahl? Eine ganz tolle. Was ich persönlich auch sehr schön finde, bei Nässe werden diese Badeanzüge durchsichtig. Ja, jetzt geht's weiter mit Ingolf. Die beiden Jungs, die auch im Einzel eben mitgesprungen haben. Ben hat sich ja für das Finale qualifiziert im Einzel. Und Bürger Lars Dietrich, er hat es geschafft, von 10 auf 5 zu kommen, hat also ganz knapp verpasst. Jetzt beide Berliner hier zusammen, Bürger Lars Dietrich und Ben. Und hier kommt eine geballte Ladung Musikalität. Bürger Lars Dietrich und Ben. Werden sie jetzt den gemeinsamen Rhythmus finden? Hier sind Bürger Lars Dietrich und Ben. Ja, Rhythmus ist ja nicht alles. Es geht ja auch um Gemeinsamkeiten, um Harmonie. Was verbindet euch denn? Ach, eine ganze Menge. In erster Hinsicht sind wir auf jeden Fall gehandicapt, weil wir den beiden Stabhochspringern unsere Körper geliehen haben. Aber ansonsten ist alles in Ordnung, glaube ich. Du bist auf Platz bis jetzt in der Einzelwertung? Naja, 1. Und du? So ähnlich, Platz 10. Na, das muss ja gut werden. Toi, toi, toi. Ben, der mit sehr guten Sprüngen im Finale steht, im Einzelwettbewerb. Und Bürger Lars Dietrich, der leider nicht im Finale steht. Kopfsprung rückwärts mit halber Schraube gestreckt. Und einen Kopfsprung vorwärts. Zumindest ein anderer Sprung, als er bei mir auf dem Computer stand. Aber vielleicht hat sich das kurzfristig noch geändert. Wir werden sehen, was unsere Kampfrichter dazu sagen. Auf jeden Fall auch unterschiedliche Entfernung zum Brett bei der Landung. Ja, fast synchron abgesprungen, aber die Drehung hier sieht man schon. Die Probleme, das wird sich natürlich dann gleich in den Noten zeigen. Wir warten auf das Ergebnis. War es tatsächlich der Sprung, der angemeldet war? Diskutiert die Jury jetzt noch? Ich glaube, es wird ein salomonisches Urteil dort geben. Es gab gerade hier schon den Einwand, dass hier eigentlich was rückwärts springen wollte. Ja, das wurde uns gerade nicht gesagt. Ich glaube, das ist der Schiedsrichter schuld. Da müssen wir gleich nochmal machen. Ja.
Ja? Wunderbar, ihr habt euch gegenseitig praktisch Mut angeschrien. Was hat das für euch gebracht? Ja, es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass man auch mal so die Halle fühlt, weil die müssen ja hier die ganze Zeit so leise sein. Und wenn man dann schreit, dann hört man wenigstens mal, wie groß die Halle ist. Ja, das haben wir immer so gemacht bisher. Obwohl, wir haben ja einige auch mit die auch gerne mal dazwischen rufen. Ja, aber München kann noch lauter. Ich habe mir extra hier das tätowiert. Guck mal, München. Ja, wunderbar. Hier kommt die Bewertung jetzt. Mach mal Lärm! Zweiter Platz. Die Jury war noch mal gnädig. Und ja, dann wollen wir aber jetzt auch den angemeldeten Sprung natürlich beim zweiten Durchgang sehen. Ja, das war übrigens mein erster zweiter Platz heute. Wunderbar. Herrlich. Zurück zu Ingolf. Zweiter Platz und die sehen wir auch beiden gleich noch im zweiten Durchgang. Und Sandra Völker haben wir eben schon in der Einzeldisziplin gesehen und sie durfte sich einen Kollegen aussuchen aus dem Schwimmbereich und sie hat gesagt, okay, nehme ich jemanden, der ungefähr so viel wiegt wie ich und der genau so groß ist wie ich. Hier sind Sandra Völker und Steve Teloke. Hier sind zwei, die im Wasser zu Hause sind. Sandra Völker und Steve Teloke. Wie es im Wasser schnell geht, wissen die zwei bestens. Nicht nur Sandra, sondern auch Steve hat Medaillen von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen. Aber wie es jetzt von oben nach unten am besten geht, müssen sie jetzt noch zeigen. Hier sind Sandra Völker und Steve Teloke. Sandra Völker und Steve Teloke. Das Problem natürlich schon die unterschiedliche Körpergröße. Steve Teloke, 2,02 Meter groß, Salto vorwärts gehockt, Schwierigkeit 2,0. Oh, das war kein schlechter Sprung von den beiden. Schwierigkeit 2,0. Steve hat gesagt, durch die Körpergröße hat er Probleme, den Sprung noch weiter zu drehen, also auf einen anderthalb es zu bringen. Deswegen also dieser Salto. Und ja, von der Synchronität her nicht schlecht. Sie sehen es auch, Noten 7,5 bis 8. Aber natürlich eine unterschiedliche Ausführung. Auch da wurde streng gewertet, der vierte Rang für die beiden. Wunderbar. Synchron ist es auf jeden Fall gewesen. Wie war's für dich? Wir haben gerade gehört, weil du so groß bist, kannst du nicht wirklich jetzt hier noch mehrere, ich sag mal, Rollen uns zeigen? Ja, der Wille war da, nur das Fleisch war schwach. Aber ich meine, ich habe ja nur 1 Meter Flug. Ich bin 2 Meter groß, vom 3 Meter Brett springen hier. Also es ist schon sehr schwer für mich, ja. Ich habe jetzt zwar nichts verstanden, aber ich glaube, er ist glücklich, hier endlich mal in München zu sein an dieser Stelle. Dankeschön. Und viel Erfolg auch weiterhin. 100 Kilo auf 2,02 Meter, Steve Teloke. Und jetzt, meine Herren, jetzt kommen Janine Habeck und Anja Melzer. Die Namen werden Ihnen nicht viel sagen, aber mehr sagt es Ihnen, wenn ich Ihnen sage, die sind Miss Februar und Miss Mai. Hier sind die beiden. Janine Habeck und Anja Melzer. Sie werden uns jetzt gleich zeigen, dass sie nicht nur fantastisch aussehen. Auch die beiden haben in Berlin trainiert. Und Kopfsprung vorwärts gestreckt, Schwierigkeit 1,5. Also im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben, relativ einfacher Sprung. Wir achten auf die Synchronität. Ja. Synchron, auch das Eintauchen. Janine allerdings ein bisschen drüber gewesen. Fünfter Rang zurzeit. Schiebung, fünfter Rang, das war geil. Macht das mal eher anders. Also ich fand euch ganz, ganz, ganz toll an dieser Stelle. Ja. Das glaube ich, dankeschön. Ja. Viele Männer reagieren jetzt vielleicht eher schwanzgesteuert. Bei mir ist das nicht so. Ihr wart für mich wirklich unangefochten ganz weit vorne, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich fand es auch wirklich, also wie ihr reingesprungen seid. Ihr habt bestimmt lange trainiert dafür, oder? Ja, circa 4 Wochen, aber es hat auch mal. Jetzt mal Quatsch beiseite, habt ihr einen Freund? Yes. Ach, scheiße. Jedenfalls, wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch einen Freund. Ja, war eigentlich ein beschissener Sprung. Zu Recht auf Platz 5, kann man leider nichts machen. Schade. Und wir warten auf den zweiten Durchgang. So.
Und nach diesen wunderbaren Frauen geht es gleich weiter mit zwei richtigen Männern. Der eine hat den schwarzen Gürtel im Karate und der andere ist unser bester Boxer. Hier sind Claude-Oliver Rudolph und Felix Sturm. Und hier sind zwei, die eigentlich lieber draufhauen. Claude-Oliver Rudolph und Felix Sturm. Claude-Oliver Rudolph ist Träger des schwarzen Gürtels in Karate. Felix Sturm ist wieder auf dem Weg zum WBO-Weltmeistertitel. Hier sind Claude-Oliver Rudolph und Felix Sturm. Beide sollten eigentlich keinen Schmerz kennen. Beide zeigen einen Kopfsprung, vorwärts gestreckt, Schwierigkeit 1,5. Tja, auch nicht schlecht. Achtung, hier der Absprung. Natürlich auch schon unterschiedliche Körpergewichte, die es nicht unbedingt leichter machen. Auch ein bisschen ein unterschiedlicher Stil zu erkennen. Beide nicht ganz fertig geworden mit dem Sprung. Auch das werden die Kampfrichter gesehen haben. In den Bewertungen der Einzelsprünge. Aber fast gleichzeitig im Wasser. Also deswegen die Synchronnoten bis 7,0. Siebter Rang für die beiden. Ja, wunderbar. Applaus für die beiden Herren. Der vorwärts gehockte Kopfstoß von euch beiden, wie war's? Naja, ganz gut. War zwar nicht ganz synchron, aber ich war ein bisschen schief, ein bisschen daneben, aber war ganz okay. Habt ihr euch, oder habt ihr lange euch vorbereitet, oder? Aha! 3,5 Stunden. Ja, das sieht man auch. So, wunderbar und weiter geht's. Und jetzt greift unser letztes Paar in den Kampf ein, meine Damen und Herren. Er ist der große Unbekannte. Man weiß nicht, wie lange hat er trainiert. Elton greift zum ersten Mal ein und für diesen Sprung wurde extra widerstandsfähiges Spezialwasser hier in das Becken eingelassen. Zwei schöne Männer hier sind Elton und Stefan. Und hier kommt der Herr und sein Knecht, Master and Slave, dick und doof. Hier sind Stefan Raab und Elton. Auch diese beiden Körper wollen wir natürlich sehen. Kopfsprung rückwärts mit halber Schraube gestreckt. Hohe Schwierigkeit, Schwierigkeit 2,5. Interessante Art des Synchronspringens, die wir hier gesehen haben. Elton übrigens leicht grippegeschwächt in die Endphase des Trainings gegangen. Stefan auch Probleme beim Eintauchen. Achten auf Stefans Beine. Jetzt müssen die Beine zusammenkommen. Elton eigentlich gerade. Füße hätten noch ein bisschen gestreckt werden können. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Jetzt warten wir noch aufs Ergebnis. Was war denn los? Ja, das frage ich mich auch. War was falsch? Nee, war super. Hier sehen wir es nochmal. Wunderschöne Körper, die ja durch die Luft geschleudert wurden. Ja, man sollte sich den Partner richtig mal wählen nächstes Mal vielleicht. Ich war völlig... Das ist, wenn du vorher so andere Sprünge machst, wo du mehr drehst, das ist total schwierig, sich umzustellen. Und ich meine, es ist natürlich auch schwierig, mit jemandem wie Elton zu springen, weil allein schon das auf dem Brett stehen, ja, sieht ja schon unsynchron aus. Ja? Und das ist natürlich das Problem, aber wir werden beim nächsten Sprung noch so richtig Gas geben. Was habe ich denn da gemacht? Das ist ja unfassbar. Aber das ist aber Schwierigkeitsgrad 7 oder 8, was ich da gemacht habe. Dafür müsste es eigentlich extra Punkt geben. Ja, hat es auch mehr oder weniger gegeben, denn ihr seid zumindest Fünfter. Also durchaus noch Chancen, ins Finale zu kommen. Oh. Ja, danke München! Danke! Grazie! Werbe, Esprit und Ausstrahlung, all diese Begriffe müssen neu geschrieben werden. Wirklich ganz, ganz tolle Körper. Aber ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, wenn ich Elton sehe. Aber kennen Sie eigentlich Free Willy? Also,
wir, meine Damen und Herren, haben natürlich jetzt eine Grafik nach diesem ersten Durchgang im Synchronspringen und die schauen wir jetzt mal an. Auf dem ersten Platz Dani Ecker und Lars Börgeling, die Hochspringer mit 67,50, also sehr, sehr weit vorne. Dahinter auf Platz 2 Ben und Bürger Lars Dietrich, dann Durmundstuhl, Sandra Völker und Steve Tiloke, die noch in den Rängen, die ins Finale kommen würden, wenn hier jetzt schon die Entscheidung gefallen wäre. Auf Platz 5 Stefan Raab und Elton mit diesem Wahnsinnssprung auf Platz 5 gekommen, na toll. Auf Platz Nummer 6 Miss Februar und bis Mai. Auf der 7 sehen wir, warten wir drauf, vielleicht wird noch gerechnet, oder hatten wir nur 6? Nee, wir hatten, die Grafik kriegen wir nicht, aber wir haben die ersten 6 und wir wissen jetzt, welche ersten 4 dann in den Endkampf kommen würden. Aber wir haben ja noch einen zweiten Durchgang vor uns.